so, ey. Das war ja schon gestern. Ja, gestern, ne? Ey, Papa, das war wunderschön, ey. Wir haben wirklich Spaß gehabt. Ja. Aber wir haben ja in 2 Wochen wieder ein Wochenende. Das müssen wir nochmal machen. Genau, machen wir. Du brauchst jetzt deiner Mutter nicht alles erzählen. Die ist immer so ein bisschen eifersüchtig. Oh ja. So, da sind wir ja gleich schon. Ja. Ich bin mal gespannt, wie gut das drauf ist. Ja, hoffentlich ist es das. Hi Mama. Gestrichen sieht sie aus. Ich habe die Gewinner gewaschen. Wir haben gewaschen. Ja, und gestern richtig schön frisiert und. Ja, und heute sieht es aus wie ein Mob. Sag ich dir, ich habe fantastische Frisur. Ja, super für die fantastische Frisur. Sonst haben wir aber auch keine Zeit. Und ihr kennt jetzt, schneidet ihr die ordentlich die Haare. Das weil ich habe keine Zeit ich dafür. Ich glaube, du machst hier eine kleine Erpressung oder was? Ich mache überhaupt keine Erpressung. Du siehst, die Bude ist voll. Sie hat noch Vorschein. Dann teile dir deine Arbeit mal besser ein. Kommst du gleich dran und dann machst du das. Möchtest du so gerne ebenfalls da dran oder so arbeiten gehen? Also, danke. Okay, danke, Papa. Gut. Nee, Moment, guck, ich habe nicht so viel Zeit. Komm, wir machen das sofort. Komm, komm, hier. Papa, aber ja, du sollst ja aufpassen. Weißt du nicht noch wie das letzte Mal? Was war denn das letzte Mal? Na, letzte Mal hast du dich auch so beeilt und das war dann... Das also nimm dir ein bisschen Zeit. Das ist dann die Schuld deiner Mutter, wenn die jetzt hier so... Herbau macht, dann können wir das nicht... Jetzt, soll ich mir die vielleicht selbst... Ja, nimm mir mal, genau. Genau. Weil sonst habe ich ja gar keine Haare zu teilen. Genau. Und dann machen wir das zack. Oh, so geht's ja nicht. Die hat auch nichts Vernünftiges in ihrem komischen Laden hier. Was hast du denn das hier angeredet? Mach das mal zu, komm. Zack, 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 zack. Oh, kannst du auch irgendwas? Komm hier, mach das Ding mal zu, das ist, funktioniert überhaupt nicht. Das ist ein Wartschuhmann, du kannst Schneidung. Ja. Du bist ja nicht gut sortiert, was ist denn das für ein Ding gerade? Wo ist denn wirklich die ganze Zeit gestreitet? Nein, wir drücken auf. Komm, mach wenn du meine Haare im Vorstellungsgespräch, Leute. Mach hin, ja, ich muss da ist die Heizkraft, die kannst du mir wirklich mal geben. Ich muss was für unser Leben tun, nicht so wie du. Eigentlich. Das hast du auch nicht bekommen. Organisieren und machen. Ja, wenn wir dann versprechen, hält lieber der Mann, dann geht das auch. Was aber das ganz wieder nicht klar aus. So, abhören, das kriegst du noch hin? Du kannst es jetzt auch weitermachen. Nee, dran hier. Gut, da ist die Schere, da ist ein Kamm und dann gehen wir das Ganze hin. Papa, bitte nimm dir wirklich Zeit. Ey. Komm. Wie lange willst du denn da jetzt noch rumkämpfen? Wir sind die Abteilung, ich habe um 11 die nächste Kundin. Das muss auch ein bisschen, jetzt ein bisschen das ist meine Tochter und da muss das es ist nicht werden, so deine. Auch wenn es jetzt schnell gehen muss, aber es muss ja schließlich ja, dann teile ab und nach hinten. Jetzt bring mich hier nicht durcheinander, ja? Das ist schließlich meine Tochter. Und das dann tu auch was dafür, wenn es deine Tochter ist. Ja, und bitte tu es gut, weil das ist mein Vorstellungsgespräch. Ich will da einen Praktikumplatz hier bekommen und nicht irgendwie... Das kriegst dass du ich schon. Mich nach Hause schicke und sage, ich sehe wie eine Schlampe aus. Das und nicht streiten, bitte. Das ist echt schlecht. Am besten ist, du bist ganz ruhig. Deine Mutter, die muss immer... Du bist jetzt nicht noch einen blöden Kommentar abgeben. Okay. Ja, so ist auch das. Ja, so ist das. Was ist denn das jetzt hier? Mischmisch, Schwung wieder ein.
Musst du Junge, guck mal da. Mischst du dich schon wieder ein? Faust, ja. Da. Ja. Da ist der Haarschnitt und den bitte. Den möchtest du jetzt das haben, geht ja, oder was? Ja. Das Kind soll jetzt den Haarschnitt haben. Da ist das Bild und nur Seite. Jetzt geh du mal hier und lass mich ein bisschen hier, ne? So. Ja. Deine Mutter hat gesagt, soll kürzer werden. Also beschwer dich bei deiner Mutter, wenn das nicht richtig funktioniert, ne? So. So. Die macht einen ganz, immer wieder ganz nervös. Das war ja schon immer so. Jetzt kommen wir noch zu keinem Ziel. Du kümmerst dich jetzt mal um deinen Kunden da hinten und lässt uns hier in Ruhe. Na, was sagst du jetzt? Na, ich hoffe, das wird wirklich gut klappen. Betest du schon? Ja. Das sieht schon gut aus. Also da kann ich jetzt erstmal. Ups. Wollen wir gut warten, bis das Handy. Ey, aber ist das nicht wirklich schon jetzt zu kurz? Ey, ich hatte ja richtig lange Haare, bis dahin hatte ich. Das war voll genial. Ich glaube, du bringst das so durcheinander. Außerdem, ich will jetzt hier alle vier Wochen den Aufwand mit deiner Mutter haben. Und mein Freund, die das sieht mich doch gar nicht wirklich, was er sagt dazu. Das interessiert mich mal dein Freund. Ja, das wird mein Mann in der Zukunft. Und deine Enkelkinder, der muss ja zufrieden sein, wie ich aussehe. Sag mal, deine Enkelkinder mit deiner Frisur zu tun. Na, der, vielleicht kommen keine Enkelkinder. Genau, weil die Haare zu kurz sind, kommen keine Enkelkinder. Ja, genau. Weil ich muss weiblich aussehen, nicht so, weißt du. Ja, pass auf, wir machen das jetzt. Deine Mutter hat gesagt, ich soll dir die Haare schneiden, das mache ich jetzt schnell und ich will nicht nächste Woche wieder anfangen müssen. Ja, jetzt. Musst du jetzt mal. Also du wirst echt ein kurzes Video für mich machen. Aber bitte, ich soll ja gut aufhören. Schaffst du das so, dass ich schön aufhöre? Jetzt zappel nicht rum, sonst gehe ich. Dann darfst du so hier sitzen einfach. Ist das klar? Also so einfach der bist du. Ja. Zum Spaß haben, ja, so dann ist es genau, so gut. Genau, wir haben Spaß, aber wenn du jetzt nicht weiter jetzt immer rummeckerst, dann gehe ich einfach. Komm, mir gar keine Argumente mehr. Aber wirklich, ich bin so verzweifelt, so Eltern, weißt du? So, die sich gar nicht um einen kümmern, gar keine Gefühle zeigen. Pass mal auf, das hört sich jetzt gar nicht mehr weiter an, jetzt reicht's. Jetzt, ich muss sowieso los, komm, hier, mach das Ende. Nein, jetzt machst du das aber zu Ende. Du hast eine Mutter, die kann sich um dich kümmern. Jetzt. Wie? Wie meine Mutter und Vater habe ich ja auch dazu. Was soll das denn? Komm bitte! Ich so, ja, wirklich, das geht um meine Zukunft, ja. Was soll das? Mama! Nee. Komm, wir machen das zu Ende. Es ist wie immer kein Verrat auf Papa. Wirklich. Ja. Naja. Ja? So. Dann hat es euch um die Hälfte verkürzt. Was soll ich jetzt damit machen? Guck mal, die sind doch kurz jetzt. Ja. Vorsicht, wir machen das jetzt so. Wir lassen vorne die Länge. Mhm.